Kitzler. Hallo, ja. Meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, zu einer Überraschungsfolge. Hofbergmann mit Paddy, Paul und Richard. Hallo. Überraschungsfolge? Ich dachte, das ist die nächste einfach. Nee, wir machen Samstag, Sonntag. Och, nö. Doch. Da müssen wir noch mehr aufnehmen. Ja, ich muss euch mal ein bisschen fordern. Och, was? Wenn wir hier gutes Personal haben, Richard ist, dann muss ich auch mal ein bisschen mehr Folgen machen. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Ich dachte, wir kriegen nächste Woche ein bisschen früher auf. Nein. Ist das doch, das ist Ostern nächste Woche. Kurz, ja, eben drum. Nein. Was brauchst du denn da frei? Ich weiß nicht. Eben. Eier suchen oder was? Ah, das ist doch in 10 Minuten leg ich. Nee. Ja. Sprich dich aus, Paul. Sprich dich aus. Schwierig. Ja, genau. So, der Wagen ist schon wieder voll. Ich war schon die ganze Zeit voll. Prioritäten setzen. Kann ich da kurz vorbei? Ja, ne? Nee, warte kurz. Ah, wenn ich einen Schwung habe, ne? Das Ding. Die BGA ist voll. Ja, ist alles voll. Was soll ich dir sagen? Ja, es dauert ein bisschen. Du musst ein bisschen Zeit vergehen lassen. Du kannst aber die anderen Ballen holen mit dem Landini. Nee, bin da nicht so für. Ah. Paddy, wirfst du das Gras in den Shell-Fermenter? Nee, heute brauchen wir erstmal wieder. Heute? Ja, ist auch okay. Solange sie hier hinkommt, ist mir egal. Das kann ich auch noch zu euch bringen. Ja, ja, da kommt noch ein bisschen was runter. Du siehst es nicht, ne? Aber wir sind hier im RP. Ich habe eine Kette vorgespannt vor die BGA. Ich kann nicht prüfen. Warte, komm vorbei. Das Tor ist rausgelöscht. Wir haben es zugeschweißt. Das Tor ist nicht mehr da. Ach Mann. Nichts zuschweißen. Nur die Göber steht. Warum ist der Richard schon wieder gemütet? Die Leute hier, ne? M.O. Geht's jetzt mit dem Alphabet los, oder? Nee. Das sieht grad scheiße aus, was der Fett hier gesehen. Oh, nö, do. Ich steh dezent auf der Seite. Mach doch mal die Brille hoch jetzt. Geht auch nix voran hier, oh. Nee. Das ist... Aber wirklich. Was machst du denn? Ich brauch mal kurz Kraft. Ja. Ich hab's doch schon an. Ich kann kurz die Göbel ausräumen. Sehr gut. Warum müsst ihr die Göbel ausräumen? Ah! Die Göbel liegt am Dach, aber eins muss man sagen, sie arbeitet weiter. Das wird hier eigentlich so geschrien, Alter. Ach, komm mal zu BGA. Komm mal zu BGA. Und guck dir einfach mal an, was ich habe. Ich habe das hier 2 Stunden lang tiptop gemacht hier, ne? Paul ist 3 Minuten hier. 3 Minuten. Das glaubst du nicht. Das ist einfach. Ich bleibe jetzt hier stehen und warte, bis es wieder so ist, wie es ist. Das ist ein Foto wert. Ich lege hier einen Streik an. Ja, ich weiß nicht, ich musste Paul fragen. Ja, da, muss das so? Guck mal, aber sie arbeitet. Sie arbeitet weiter, da gibt's nichts, ne? Und guckst dir an, das ist jetzt besser, weil sie stößt die Ballen auch ein bisschen ab. Da ist ein Teleskoplader im Weg gestanden, ne? Aber probier mal einzuladen jetzt mit dem Volvo. Wir hatten da das Ding in der Hand. Lass dir das einfach mal los. Der Unimog ist auch umgedreht. Warum liegt der doch halt nach? Achso, ich wollte nur ein bisschen drehen, Entschuldigung. Guck mal, die Göbel arbeitet wieder. Tipptopp. Super. Als wäre nie was gewesen. So nichts passiert. Steht das Teleskop auch noch? Okay, ich schalte da aus, ne? Paddy, was machst du da vorne? Paddy, was machst du? Da ist keine Straße, Paddy. Ja, ich versuche. Versuche, ja. Kein Ausfall, gar kein Problem. Alles gut. Ich krieg das hin. Weiß ich noch nicht, ob da wirklich alles gut ist. Alles gut. Zum Glück meine Ruhe hier auf der Wiese. Nicht mehr. Ja, Werner, die Göbel. Herr Werner. Werner, du wolltest mich ja nicht als Hilfe in der BGA. Das wäre besser gewesen. Warum liegt denn hier ein Ballen drin? Ja. Das lief so gut von uns beiden da. Ja, ohne Probleme, weißt du? Ja. Aber wenn ich das vorhin beim Hackeln schon gesehen habe, ist elend. Ja, das ist einfach. Wisst ihr mal, was ich mitmache, seit über 200 Folgen, ey. Hier steht der Teleskoplader im Weg. Wie sind die Eichspuren in der Luft? Hä? Was? Wo? Fahrspur. Wo denn? In der Luft? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, wie das kam. Guck dir mal an, was ich jetzt hier geschafft habe. Hinten hänge ich fest, vorne hänge ich fest. Ich will einen klassischen Putty gemacht hier. Oha!
Wieso denn wieder klassisch verpackt? Ja, du bist doch immer der, der sagt, oh, geht nicht mehr. Naja, ich schlag vielleicht dezent auf der Seite vor. Du bist schuld. Du hast einen starken Helfer angemacht. Das stimmt, das stimmt. Aber weißt du, was jetzt besser ist? Der Walter steht jetzt anders. Ja, ne? Ich kann es jetzt besser angreifen. Super, dass wir das 5 Folgen nicht rausgefunden haben, dass es besser wäre. Total toll, hey. Total. Siehst du, ich bin doch eine Hilfe. Du Werner, das Falllager ist, glaube ich, voll, kann es sein? Ja, das glaube ich auch. Nicht angenommen. Nee, ich weiß nicht. Wo bist du denn? Natürlich mal im Falllager. Nee, das muss man noch ein bisschen. Ja, dann nur noch bisschen ran nuckeln, dann geht das schon. Okay. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, läuft. Fangen. Bist du schon wieder am Fressen, Richard? So wird es doch nicht. Ich hab die Augen. Mhm. Wir machen sie in den Mund leer. Ja, Richard, der Richard haut sich wieder die Nicknames durch die Nase. Nee, es ist M&M's. Aber hoffentlich nur die gelben. Natürlich. Ja. Alles andere ist menschenverachtend und unwürdig. Irgendwann haben wir einen Apfelsaft ausgetrunken. Du bestimmt. Ein Apfelsaft. Oder hat die Katze dran geschlappert? Ja. Okay. Geht's, Richard? Mhm. Die engelsgleiche Stimme muss natürlich geölt werden, ne? Mhm. Alter, der LKW, wie willst du denn noch reinballern? Der ist voll. Paul, der ist voll. Naja, der ist immer wieder leer. Der Haufen muss weg, was soll ich sagen? Ja. Paddy, hast du Zeit? Wofür? Ich muss ja gerade abfahren. Den Landini Rex mal hier ranbringen. Sollte der dann noch? Achso, da drüber noch bei. Ja, da können wir den nämlich den zweiten Wagen zurückgeben, der gemietet ist. Falsch, falsch. Wurde doch ein Förderband. Nee, ja, viel zu langweilig. Ich geh mal gucken, ob sich der Lavi bewegt. Ja, ich hab hau Fett ab. Gefunden. Hä? Müssen wir dann irgendwie. Warum müssen wir dann alles mulchen? Ja. Oh. Bombastisch. Oh, geil. Oh. Das sehe ich, Richard. Richard? Sag mal, der Zaun ist auf der anderen Straßenseite. Wie konntest du davon gegenfahren, sag mal? Frag mich. Wer? Ja, du! Ich? Ja, da liegt ein Ball im Weg, die Gürbahn arbeitet nicht. Ich finde alle Zäune und alles, was mit Kollision zu tun hat. Die Spuren sitzen aber schon geil. Bitte? Die Spuren in der Luft sind schon geil. Wow. Oh. Aha, lass das Feld ganz. Ja, bin ich doch. Was ist denn jetzt schon wieder? Kann man Hülse nicht mähen, oder was? Hilse? Wahrscheinlich schon mähen, aber das macht man jetzt nicht. Die können wir dreschen. Ja, eben. 100 Meter. 100 Meter. Bleib hier. Der wollte auch. Aber Richard, wir haben noch einen Job für dich. Wir suchen noch einen Bullen im Kuhstall. Siehst du dich nicht so? Ich dachte eher so als Keiler bei den Schweinen. Achso. Mit alten Bachen. Das sind alles Paddys. Ich hab. Wow. Nee, das sind die Jürgis jetzt. Aus der Schweine oder was wolltest du sagen? Aber. Hallo? Hast du das gerade den LKW rangerempelt, Paul? Nein. Genau gesehen, unter Band habe ich es auch noch. Beweise! Siehst du mir der Ballen runtergekullert von der Aufregung? Oh nee. Hi! Ich hätte mir eine Anordnung des. Ich hätte mir eine andere Anordnung gewünscht, der Ballenlager. Wo hättest du gerne gehabt? Nee, nicht anders. Ich hätte nur sie eher mittig gesetzt. Oder mittiger und hätte dann zwei hintereinander gestellt, weißt du? Wir können hier immer noch zwei in die Mitte setzen. Ich komme dann mal mit dem Landini rüber, ne? Mach das.
dauert bloß ein bisschen. Weil dann braucht man nämlich noch ein paar Lager. Warte mal, ich setz mal kurz meine Fähigkeiten fort mit Malen. Oh nein. Oh nein. Ich weiß ja nicht, worum es geht, aber oh nein. Ja. Malst du wieder die Straße? Nicht Werner, der Gilbein arbeitet nicht mehr. Ja, ist ja auch nicht schwierig, wenn ich hier... Oh. Werner. Ja, was ist denn? Ja, die Gilbein arbeitet nicht mehr. Natürlich arbeitet die, hast du was in den Augen. Wo kommt jetzt der Hass her? Und ganz tief. Ich will mir das dritte Mal eine Aufgabe geben, der wird lästig. Was, ich bin hier am... Ehrlich gesagt, hier einsammeln. Du sammelst die Wiese ein? Ja, ja. Warum heißt der auch zu Besen? Hat auch Wiesefelgen. Ja, da, 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 Werner! Was hast du denn? Das sind Zwillingsbrüder, die du zwei. Du trägst auch Besen Trecken dann da. Ja. Mach ich rosa, ist auch wieder nicht ja, in Ordnung, weißt du? Ui! Soll ich dich rumschieben? Geh! Au! Schafft ihr das? Ja. Oh, der Rasenmäher da vorne dran. Super. Der ist falsch aus. Mhm. Vor allem ist das Ball da gleich voll. Ah, weg hier, weg hier. So, das läuft. Würdest du und. Ah! Warte, was machst denn du da? Du musst das reinschieben, ach, nicht der, wegdrücken. Der plant gerade keine Kraft, die beiden zurückzurücken. Wie es noch witzig findet, was? Ich würde mal den Ball Sammelwagen gedehnt zurückgeben. Mach das, denn Nadine kann sie auch bekommen. Jetzt brauchen wir noch eine Kleinarbeit. Ah! Wieso schreit ihr denn regelmäßig rum? Was ist denn mit euch? Patty fliegt über den Haufen rüber. Ja, das ist halt Patty. Ja. Ich kann die Ball nicht mal in den Rüger reinschieben. Weißt warum nicht? Die hängen irgendwo fest. Du bist hätte komisch. Gleich explodiert alles. Ich sehe das schon. Haha, keine neuen Kampfkette. Ja, stell den anderen hässlichen beigen Fändchen weg. Oh, und Richie, wir haben ein Putzgerät. Mach ja, die Karre sauber. Nee, auf keinen Fall, ich benutze die Kacke nicht. Hallo, ich habe den Ladewagen voll. Yeah, auf ja, Haufen. Zum Haupthof und in die Heutrocknung. Du bist ja falsch, Richard. Ja, und Kollision die beiden. Warum nur? Guten Tag, ich fahr wieder weg. Ew. Tschüssi. Der Haupthof da, wo ich gerade geparkt ja, habe. Ja, nee, immer geradeaus fahren, bis es nicht mehr geht. Nee, Quatsch mit Soße, oder? Wohin soll er fahren? Zur Heutrocknung. Wo ist sie? Da, wo du gerade bist? Nee, das ist auf dem Nebenhof. Auf anderen Straßen, Leute? Jawohl, da, wo die Schweine sind. Ich weiß nicht, wo die Schweine sind. Wo sind die Heutrocknung eigentlich? Weil sind ach, zwei mitten im Hof. Richard! Ja. Du musst umdrehen. Du musst hier hin, aber auf andere Seite. Wo bist du denn? Bist du? Was machst du denn da? Wo seid ihr alle? Dreh dich mal um jetzt. Hallo! Aber kann das sein, dass du dumm bist? Hier! Da ist ein. Warte. Nein, das geht darüber. Es geht da rüber. 1050 hat er auch schon mal mehr Power, ne? Jetzt. Okay. Ich hab's nicht verkauft. So, und hier rückwärts ran. Also man kriegt das geschissen hier, zwei? Was willst du denn nicht hier? Kommt er, Alter. Geh ah! Weg mit deinem Rasenmäher, Alter. Töte mich nicht. Werner hat die Gülbein arbeitet. Ach, welch Wunder. Von meiner Mörder halbe Runde oder. Ich mach jetzt ein Häufchen hier drauf, ja. Kringel oder was? Ja. Im Plateau. Mach dich aus meiner Leitung raus, du Birne. Ach du. Hast du den Ball weggeschnappt? Weiß ich nicht. Ja, da hier wo der Hector gerade stand, das ist auch ein Ballenlager, ne? Was hier was? Ja noch, was machst du? Ist der Beinwagen voll? Jo, kann weg.
Gut, meine Damen und Herren. Nein, nicht hier. Nein, nein, nein. Oh. Meine Damen und Herren, wir sind für heute fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Morgen sehen wir uns noch einmal zu einer kleinen 15-Minuten-Folge. Mal gucken, ob Party das schafft. Bis dahin, mach's gut. Tschüss, Sikorski, bye bye. Ciao.